Star Trek Schar und Acker mit 87 Jahren verstorben. Von Bjarne Bodler, am Montag, 3. April 2023 um 16 Uhr. Die kanadische Schauspielerin Shara Acker hat seit den 50er Jahren in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt, darunter auch in Point Blank von 1967 oder wenig später als O'Donnell in Star Trek und starb sie mit 87 Jahren. Sharon Acker ist tot. Die Schauspielerin ist bereits am 16. März in ihrer Heimatstadt Toronto gestorben. Am 2. April wäre die Kanadierin 88 Jahre alt geworden. Die Fernsehveteranin hat über die Jahrzehnte unzählige Gastauftritte in allen möglichen Formaten hingelegt. Sie war zum Beispiel in Verrückter Wilderwissen, Weltfest, Minimax, Get Smart, Cobra, Übernehmen Sie Mission Impossible, auch in der 12 Guns Mode, Barnaby Jones, The Streets of San Francisco, Love Beat, Detective Oxford, Finn Siebel, Star Galactica, Der unglaubliche Halt, Simon und Simon, Knight Rider und Bord ist ihr Hobby zu sehen. Im Cammy The New Adventures of Barry Marsden war sie Anfang der 70er auch als The Last Creek dabei. Im Filmbereich waren ihre berühmtesten Einträge neben Point Blank unter anderem die Komödie Volltreffer in Situation im Original Lucky Jim von 1957 oder in Don't Let the Angels Fall von 1969. Ihren letzten Auftritt auf der großen Leinwand hatte Acker 1981 im Horrorstreifen Ab in die Ewigkeit, im englischen Happy Birthday to Me. Vom TV verabschiedete sie sich 1992 mit der Seifenoper Schatten der Leidenschaft. Acker hinterlässt 4 erwachsene Kinder, 2 davon als Stiefmutter, eine Enkeltochter sowie eine Urenkeltochter. Nun starb sie leider mit 87 Jahren. Sharon Acker ist nun tot. Die Schauspielerin ist bereits am 16. März in ihrer Heimatstadt Toronto gestorben. Am 2. April wäre die Kanadierin 88 Jahre alt geworden. Das bestätigt wurde Ackers Ableben gegenüber den Kleinen durch ihre Tochter Kim Everest, die als Casting-Verantwortliche arbeitet. Die Verstorbene hatte ihre TV- und Filmkarriere bereits in den 90ern beendet und verbrachte ihre letzten Jahre in einem Altenheim, in dem sie nun auch starb. Acker bleibt vor allem durch den Film Point Blank unvergessen, in dem sie neben Lee Marvin als treulose Ehefrau auftrat. Ihre Anfänge machte sie 1956 mit der Rolle der Lehrerin Miss Stacy beim CBC-Fernsehfilm Anne auf Green Gables. Ungefähr zur selben Zeit schloss sie sich auch der Stratford Shakespeare Festival Theater Company an, wo sie einen gewissen William Shatner kennenlernte, mit dem sie 1969 zusammen in der Star Trek-Episode The Night of Kitty unzusehen war. Das war damals noch die 3. Staffel von Raumschiff Enterprise oder deutsche Titel dieser Produktion und Acker spielte den Charakter O'Donnell. Acker bleibt vor allem durch den Film Point Blank unvergessen, in dem sie neben Lee Marvin als treulose Ehefrau auftrat. Ihre Anfänge machte sie 1956 mit der Rolle der Lehrerin Miss Stacy beim CBC-Fernsehfilm Anne auf Green Gables. Ungefähr zur selben Zeit schloss sie sich auch der Stratford Shakespeare Festival Theater Company an, wo sie einen gewissen William Shatner kennenlernte, mit dem sie 1969 zusammen in der Star Trek-Episode The Mark of Gideon zu sehen war. Das war damals die 3. Staffel von Raumschiff Enterprise, so der deutsche Titel dieser Produktion, und Acker spielte den Charakter O'Donnell. Ende. Thank you.